Hallo und willkommen zum Videotutorial in Publisher 2010. Diesmal schauen wir uns an, wie man einen sechsseitigen Flyer erstellt. Ja, wir haben hier einen Flyer und zwar einen sechsseitigen Flyer. Man klappt hier auf, hier hinten geht es dann weiter und hier kann man dann nochmal zwei Seiten aufklappen. Das würde bedeuten, wir haben hier vorne die Seite 1. Dann haben wir die Seite 2, 3 und 4 und hier hinten nochmal die Seite 5 und 6. Daraus ergibt sich folgende Aufteilung. Wir haben hier auf der einen Seite die Seite 2, 3, 4 und auf der anderen Seite die Seite 5, 6 und hinten kommt die 1. Ja, wie setzt man das Ganze dann im Publisher um? Wir haben ja einmal hier, wenn wir den Publisher starten, unter Datei neu, die Broschüren als Vorlage. Das hilft uns aber jetzt so auch nichts. Die ist ja hier schon entsprechend gefüllt, vorgefertigt. Man kennt sich nicht entsprechend aus. Besser ist es, wenn man sagt Datei neu, Blanko im Querformat und dann hier unter dem Seitenentwurf die Führungslinien hier auf drei Spalten stellen. Dann habe ich hier schon mal eine Dreiteilung und dann sage ich noch einfügen Seite. So habe ich jetzt die Seite 1 und 2. Und wie eben im Video gesehen, weiß ich jetzt, hier muss ich noch die Führungslinien ebenfalls zuweisen. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt hier entsprechend die Seitenzahlen. Ich kann jetzt hier also ein Textfeld setzen und hier schon mal die Seite eingeben. Das war die Seite 5. Etwas größer. Und dieses Feld kann ich jetzt entsprechend kopieren. Hier haben wir die Seite 6 und hier hat man die Seite 1. Das ist jetzt auf der Seite 2. Auf der Seite 1 können wir das jetzt ebenfalls machen. Wir hatten hier die Seite 2. Die Seite 3. Und hier ganz rechts dann die Seite 4. Das ist mal die Grundlage, dass man sich nicht vertut, dass man sich auskennt, auf welcher Seite man ist. Man kann die Seitenzahlen ja dann entsprechend löschen, wenn man fertig ist. Auf der ersten Seite sollte dann sowieso keine Seitenzahl sichtbar sein, also die sollte man auf alle Fälle entfernen und dieser Flyer muss nicht unbedingt Seitenzahlen haben. Wenn man die dann haben möchte, dann sollte man sie auch entsprechend noch vielleicht ausrichten, dass die alle die gleiche Mitte und die gleiche Höhe haben, auch die gleiche Schriftart und Schriftgröße und dann sieht das ganz gut aus.